Hier lang, ne? Ich glaube hier lang. Hoffe, hier lang. TV, das lang ersehnte Ereignis, die völlige Zerstörung eines ganzen Planeten. Erleben Sie die Macht, die Vernichtung und die darauffolgende Leere. Sehen Sie dem Vorsitzenden Drag zu, wenn er den Knopf drückt, der eine Welt zerstört und eine andere erschafft. Und danach gibt's die lustigsten Superheldenreinfälle der Galaxie mit Captain Quark. Jetzt wissen wir, wo er ist. Schnappen wir ihn! So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet und Clank. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auf Veldin angekommen, sind eben zurückgelatscht und jetzt mittlerweile auf Veldin. Und ja, auf geht's. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Können uns leider immer noch nicht diese Stromklaue holen. So, wir müssen auf jeden Fall die Gegner hier mit dem Omnischlüssel besiegen. Alter. Das wird schwer. So, das heißt schwer. Also wirklich schwer wird es wahrscheinlich nicht, aber... Kennen wir sogar noch aus dem ersten Teil, aus dem ersten Part. Mein Gott. Warum haben wir eigentlich keine Lebensenergie hier? Ah. Warte mal. Okay, da sind die letzten zwei, glaube ich. Oder vier, oder was auch immer.
Mann, ich komme da nicht dran. Warum können wir den eigentlich nicht besiegen? Den Zielpunkt kriegen, meine ich. Mein Gott, mein Deutsch ist so kaputt gerade wieder. Hier eigentlich ausrüsten jetzt hier diesen Codierbot? Nö. Jetzt brauchen wir. Wir haben aber. Ja gut, ja. Wir haben noch zwei Waffen zu kaufen und die Rieder, die kriegen wir noch theoretisch. Wollte ich gerade sagen, ey. Normalerweise müssen wir noch Waffen kriegen. Wie machen wir jetzt eigentlich diesen Bot? Benutzen wir den? Ich check's nicht. Egal, keine Ahnung. Oh. Am Ende wirklich noch 4 Punkte übrig bleiben. Oh, den Hydro-Scheiß brauchen wir jetzt auch noch, oder? Da. Ich weiß. Ich weiß, danke. Oh nein, noch mehr von diesen Typen. Yeah. Jo. Nice. Lassen wir das einfach mal so stehen, ne? Hat keiner gesehen. Willst du mich verarschen, Mann? In der Ecke bleibt das hängen.
viele das sind, ne? Boing, boing, boing. Pass auf, jetzt fallen wir hier rein. Alles nochmal neu machen. Boah, jetzt kommt noch so ein Vieh. Alter, noch mehr? Blaster am besten, ne? Blaster. Jo, perfekt. Komm nicht dran. Find's ja echt cool. Was da für Entfernung ist. So, so langsam kann das Level mal beendet werden, finde ich. So ein bisschen. Alter, nee, ne? Ja, wie viele sind das denn noch? Ja, ich kann jetzt auch wieder nichts machen. Der scheiß Blaster hat so eine Kackentfernung. Guckt euch das an. Öde. Echt öde, so einen Scheißschluss nochmal hier kurz vorm Ende zu machen. So, das kommt da hin. Oder? Warte mal. So. So. Alter.
Alter, noch mehr von diesen Assholes. Alter, guck mal, wie lang das Level ist, ey. Ja, perfekt. Warte mal, wir haben noch ein PDA. Wieso nutzen wir den eigentlich nicht? Ist zwar wieder unnötig Geld jetzt, aber kann nichts anderes jetzt dran ändern. Eine gute Wahl. Eine Schönheit. Jetzt vielleicht nicht unbedingt reinfallen. Auch noch mehr. Das mal an hier. Oh, Alter, direkt einer vor uns hier. Schalten soweit schon mal alle auf Entfernung aus. Das geht nicht. Boah, Alter, das fängt an. Alter, wer hat mich denn getroffen? Also ich glaube, das war's doch, oder? Was ist denn hier? Weil der hätte ich da gar nicht runtergemusst, oder wie? Oder was ist das jetzt hier? Hä? Check ich jetzt nicht. Ist gar nichts. Ich hätte die gar nicht bekämpfen müssen. Boah, Alter, ist das unnötig. Okay, warte mal kurz. Okay.
diese kleinen verwandeln, Mann. Okay, auf geht's. Ein bisschen schneller laufen hätte er schon gekonnt. Sieht nach einer kleinen Arena aus hier. Was zum... Schwachköpfe! Nach allem, was ihr durchgemacht habt, sterbt ihr jetzt da, wo alles anfing. Das ist so poetisch. Jetzt gilt es, Clank. Holen wir ihn uns. Okay. Ja, komm. Ich hätte euch vielleicht gebrauchen können. Schade, dass ihr die falsche Seite gewählt habt. Geht direkt weiter, Jalul. Was ist los? Jo Leute, jetzt geht's ab hier. Endkampf. Hallo, Fellknäuel. Final Fight. Lass mir alles an Munition kaufen, was geht. Eine gute Wahl. Okay. Ich hoffe, das reicht auch an Munition, ey. Aber wir haben ja zum Glück auch unseren PDA noch zum Mod. Also an Munition sollte es nicht mangeln. Alter. Alter. Babumski. Alter, was ist denn jetzt? Munition überall hier? Brauch ich? Ich hasse es. Oh, schon wieder diesen Angriff. Alter. Das sag ich jetzt mal nichts zu, ne? Da sagen wir jetzt mal gar nichts zu. Da sagen wir jetzt mal absolut nichts zu. Okay.
Das war jetzt echt peinlich gerade. Vielleicht sollte ich erstmal dieses Riesenteil nur nutzen, wenn wir weit entfernt von diesen Lippen sind. Ich habe übel die Wortfindungsshow, kann das sein? Ich überwiegend daran, weil ich gerade ein bisschen konzentriert sein muss hier. Kurz unserem PDA. I need ammo. Die ganze Munition hin. Oh, da ist die Hauptanlage von dem Typen. Alter. Es ist also soweit. Wenn ich auf diesen Zündschalter trete, beginnt ein Countdown. Und an dessen Ende wird eure erbärmliche Welt zerstört. Es muss ein anderer Weg existieren, ihrem Volk eine Heimat zu geben. Denkst du, darum geht es? Wer glaubst du, hat unsere Welt verschmutzt? Ich. Es geht nur um eine einzige Sache. Geld. Jede Menge davon. Wisst ihr, jeder Quadratzentimeter der neuen Welt wurde mir bezahlt. Wenn die Bewohner hier einziehen, werde ich diese Welt auch verschmutzen. Dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Brillant. Sieh, böser, kleiner. Spaß dir, Clank. Wir müssen den Timer stoppen. Führe okay. Einen Powerschlag gegen diesen Schalter aus, um den Countdown zu stoppen. Alter, was macht der da? Ja, toll, ey. Ja, hallo. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Assholes denn hier? Ach lol! Wir sind Grindsheen? What the fuck? Das wusste ich gar nicht. Wieder Munition kaufen. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote.
Alter! Was macht er denn? Ey, was macht der? Ich weiß nicht, wo der hinrennt. Ich bin fast tot. Einfach nur wegen Schrott. Da, guckt euch das an. Müssen wir eigentlich Munition kaufen, aber ich habe ja fast kein Geld mehr. Und auch fast kein Geld mehr. Wie soll ich das denn machen jetzt noch? Ansonsten... Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Ja. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen noch. Ja, jetzt kommen hier noch so überall so kleine Bomben, alles klar. Ja, das war's. Weil ich nicht weggekommen bin. Geil. Alter, wir müssen wieder alles von vorne machen, oder wie? Leute, ich würde sagen, wir sparen erstmal auf die Rieder und dann machen wir den Kampf. Weil ich habe keinen Bock, den Kampf zu machen mit unseren Waffen, die wir jetzt eigentlich kaum nutzen können und dann auch noch ohne diese Zeit nicht laufen zu können. Ja, wir machen jetzt erstmal den Bug oder den Glitch. Dann zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Und dann werde ich offscreen Geld farmen, solange wie wir uns die Rieder, bis wir uns die Rieder holen können. Weil das lohnt sich sonst nicht. Das macht mich sonst aggressiv hier nur. Ja, dann müssen wir erstmal nach Blackwater City. Der dümmste Kampf überhaupt, ehrlich. Also nicht der Kampf selbst, sondern einfach die Tatsache, dass man sich kaum bewegen kann. Dann kannst du durch die Grenchen halbwegs ausweichen. Halbwegs. Und was passiert? Der macht dann, was er will. Läuft da automatisch fast da runter. Alles klar. Ich habe heute ein paar tolle Sonder. So, wir brauchen auf jeden Fall dieses, ja, wie heißt's? Ein Köderhandschuh. Ich hoffe, den können wir einigermaßen. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert einigermaßen. Scheiße, wo war das denn nochmal? Wann ist das da? Hier. Das hier oder hier an der Ecke? Nein, hier war das. Ich hoffe, das war hier. Okay. Und so. Uns hier reinfangen. Sind wir drin? Ja. So schnell ging das noch nie bei mir. Jetzt müssen wir uns hier langsam langlaufen. Hier müssen wir jetzt langlaufen, ganz langsam. Leute, das ist hier gerade der übelste Glitch, ich weiß, aber muss leider sein. So, jetzt müssen wir theoretisch hier runter. Es kann sein, dass wir jetzt gleich runterfallen. Ich hoffe aber nicht. Eigentlich müssen wir jetzt hier drauf landen können. Schade.
müssen wir nochmal machen. Da fahren wir irgendwo runter. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist auch noch die Strecke? Wir müssen irgendwie auf diese Strecke hochkommen. Sind wir jetzt in so Unterwasserkacke hier reingeglitscht oder was? Das Problem. Ja, wir sind hier reingeglitscht. Das ist natürlich der falsche Ort. Müssen wir nicht irgendwie versuchen, dann auf die Landebahn, auf die Hoverboardbahn zu landen? Leider echt schwer auch, aber es lohnt sich auch immer natürlich. Ja, da sind wir drin. Oh, wo müssen wir lang? Nein. Ja, ich weiß noch nicht mal, wo wir sind. Die Kamera, die bastelt hier auch voll. Wir müssen nämlich gleich wieder Munition holen, eigentlich für diese Scheißding. Alter, ich sehe nichts. Ja, toll. Ja, Leute, ich weiß, es dauert, aber es lohnt sich, wie gesagt. Wenn die scheiß Kamera mal auch still bleiben würde, ne? Ja, toll. Endlich, ey. Ah, jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo wir hin müssen eigentlich. Wir müssen nämlich rechts in diese Wand rein. Bitte lass das funktionieren. Erstmal hier drauf. So Leute, jetzt ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung. Und jetzt müssen wir hier drauf. Bam. So Leute, so funktioniert jetzt der Glitch. Es ist eigentlich ganz easy. Es ist nur ganz wichtig, wir dürfen auf keinen Fall von dieser Bahn runterkommen. Deswegen machen wir jetzt alles schön sneaky. Müssen wir unseren Verspotter einmal ausrüsten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den her habe, diesen Glitch, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es dauert halt ein bisschen. Aber es lohnt sich halt am Ende. Also jetzt müssen wir bis zum Ende laufen. Ganz wichtig ist nur, ihr dürft nicht an diese roten Kisten hier rankommen, weil dann werdet ihr instant gekillt. Gar kein Fall da rankommen, gar kein Fall. Schön außen drum laufen. Das Lustige ist, normalerweise können wir die Kisten jetzt hier zerstören und sie despawnen dann, wie hier zum Beispiel. Das Ding ist aber, wenn wir jetzt einmal weggucken und wieder hingucken, dann seht ihr, die sind wieder da. Das gleiche funktioniert auch mit Kisten, die oben stehen. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier dran vorbeikommen. Ich hoffe. Dann außen rumlaufen. Ich habe keinen Bock, gegen diese roten Kisten jetzt zu kommen. Die sind echt tödlich jetzt. Richtig tödlich. Ich glaube, ich bin gerade auch völlig scheiße gelaufen. Eigentlich hätten wir anders rumlaufen müssen, weil das wäre, glaube ich, kürzer gewesen. Aber da ist jetzt der Punkt, wo wir hin müssen. Und zwar hier. Ja, diese guten Viecher hier aufpassen. Tun uns eigentlich nichts, aber trotzdem. Und wichtig sind jetzt diese Kisten hier oben. Haben die das überhaupt? Ich glaube schon, ne?
Jetzt hier. Ihr seht selbst, was ich meine. Eigentlich können jetzt diese Viecher hier uns nichts antun, aber wir können trotzdem mal kurz killen. Das ist, glaube ich, besser. Irgendwie sind die, machen die mich gerade auch nervös so ein bisschen. Die respawnen nicht, oder? Nee. Aber wichtig ist jetzt einfach, die Kisten, die respawnen da oben ständig, weil wir die nicht im Blick haben. Jetzt müssen wir eigentlich nur unseren Verspotter nehmen, den wir jetzt wieder in der Schnellauswahl nicht haben. Toll. Und zwar müssen wir das, hier ausrüsten. Und dir den Verspotter und dann einfach die ganze Zeit so durchgehen. Und dadurch generiert er halt Bolts. Ganz gut. So, und das Ganze macht ihr jetzt so lange, wie ihr wollt. Ihr nehmt am besten den Controller, drückt auf Kreis, tut da irgendwas drauf. Und dann geht ihr, weiß ich nicht, Kaffee trinken oder so, je nachdem. So Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Das werde ich jetzt nämlich erstmal instant machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir uns die Rieder leisten können. Haut da rein, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat er jetzt nicht gefallen, weil war ein bisschen nervig, aber gut. Ja, haut da rein. Wie gesagt, ich wollte euch den Glitch sowieso mal zeigen, deswegen habe ich ihn euch jetzt einmal gezeigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Und dann können wir uns die Rieder holen, dann können wir auch zum Endgame rübergehen. Haut da rein.